Judo-Rolle beidseitig vorwärts mit Liegenbleiben oder Aufstehen. Über beide Arme stützen, rundrollen, in der Endposition liegenbleiben oder weiterrollen und aufstehen. Zu beiden Seiten. Grundform Ippon Seoi Nage. Sicherer, schulterbreiter Stand. Rücken-Bauch-Kontakt. Kontrolliertes Werfen durch Ausheben über die Schulter. Uke sichern. Soll man zu beiden Seiten üben, geprüft wird nur eine Seite. Nochmal von Kindern demonstriert. Grundform Tai Otoshi. Sicherer, breiter Stand auf beiden Beinen. Ärmel-Revers-Griff, Seite-Bauch-Kontakt, kontrolliertes Werfen über das blockierende Bein. Uke sichern. Hub- und Zugarm sollen beim Gleichgewichtsbruch aus dem Ärmel-Revers-Griff gleichzeitig arbeiten. Bei Tai Otoshi rechts ist es wichtig, dass Tori beide Beine gleich belastet und das belastete rechte Bein von Uke blockiert. Grundform Ko-Uchigari. Aus gleicher Auslage und leichtem Zug. Fußsohle-Fersenkontakt. Nach vorne wegsicheln des belasteten Beins. Den Partner frei fallen lassen. Soll man zu beiden Seiten üben, geprüft wird nur eine Seite. Grundform Kosotogari oder Gake. Aus gleicher Auslage und engem Griff. Bauch-Bauch-Kontakt. Wegsicheln oder einhängen. Uke sichern, ohne mitzufallen. Kosotogari oder Gake kann mit der Ferse eingehangen oder auch mit dem Unterschenkel wegziehend geworfen werden. Die Unterschiede sind fließend und die Prinzipien können sich mischen. Grundform De-Ashibarai. Das sich bewegende Bein wird in Bewegungsrichtung weitergeführt. Fußsohle-Knöchelkontakt. Uke sichern. Noch einmal von Kindern demonstriert. Kesakatame mit Variation. Viele Varianten im Boden ausprobieren. Um den Kopf greifen, unter dem Kopf stützen, umgekehrt halten. Auf Ukes Befreiungsversuche mit Varianten reagieren. Noch einmal von Kindern demonstriert. Yokoshio-Katame mit Variation. Am Gürtel halten, den Arm festhalten, auf Ukes Befreiungsversuche mit Varianten reagieren. Beine mal gestreckt, mal gebeugt. Noch einmal von Kindern demonstriert. Grundform Tate Shio Katame. Griff um den Kopf. Einklemmen von Ukes Arm. Füße einhaken oder nicht. Auf Ukes Befreiungsversuche mit Varianten reagieren. Noch einmal von Kindern demonstriert. Grundform Kamishio-Katame. Von rechts oder links schräg hinten, über oder unter den Armen greifen. Beine gebeugt oder gestreckt.
noch einmal von Kindern demonstriert. Anwendungsaufgabe Stand. Wenn Tori zieht oder zurückgeht, wirft er mit Ippon Seoinage. Starker Zug am Revers, rückwärts eindrehen, sicherer, schulterbreiter Stand, Rücken-Bauch-Kontakt, Ukes Oberarm fest einklemmen, kontrolliertes Werfen durch Ausheben und Uke sichern. Anwendungsaufgabe Stand. Wenn Tori zieht oder zurückgeht, wirft er mit Tai Otoshi. Starker Zug mit Ärmel-Revers-Griff, seitwärts eindrehen, sicherer, gegrätschter Stand, beidbeinige Belastung, Seite-Bauchkontakt, kontrolliertes Werfen über das blockierende Bein und Uke sichern. Noch einmal von Kindern demonstriert. Anwendungsaufgabe Stand. Wenn Uke zieht oder zurückgeht, wirft Tori mit Ko Uchigari. Ärmel-Revers-Griff, gleiche Auslage, provoziere Ukes Gegenzug durch eigenen Zug. Fußsohle-Ferse-Kontakt, kontrolliert werfen, ohne mitzufallen. Anwendungsaufgabe Stand. Wenn Uke zieht oder zurückgeht, wirft Tori mit De-Ashibarai. Ärmel-Revers-Griff, gleiche Auslage, Fußsohle-Ferse-Kontakt, kontrolliertes Werfen durch Weiterfegen des sich bewegenden Beines, aus der Seitwärtsbewegung oder aus dem Stemmschritt nach vorne. Uke sichern. Noch einmal von Kindern demonstriert. Anwendungsaufgabe Stand. Wenn Uke mit Ippon Seoinage, Tai Otoshi oder De-Ashibarai angreift, weicht Tori aus oder steigt über. Lockerer Griff, verschiedene Angriffe, Ausweichen oder Übersteigen, häufiger Rollentausch. Anwendungsaufgabe Boden. Ochigari mit anschließendem Haltegriff. Lockeres Werfen mit Ochigari. Mit dem Knie über Ukes Oberschenkel steigen, Griff beibehalten und Uke kontrollieren. Zügiger Übergang zu einem Haltegriff, zum Beispiel Yokushiukatame. Noch einmal von Kindern demonstriert. Anwendungsaufgabe Boden, Ko-Uchigari mit anschließendem Haltegriff. Lockeres Werfen mit Ko-Uchigari. Mit dem Knie über Ukes Oberschenkel steigen, Griff beibehalten und Uke kontrollieren. Zügiger Übergang zu einem Haltegriff, zum Beispiel Kesakatame. Noch einmal von Kindern demonstriert. Anwendungsaufgabe Boden. Zwei unterschiedliche Befreiungsprinzipien aus einem der Haltegriffe dieser Stufe. Befreien durch Wegschieben des Partners, Arm herausziehen und zum Partner hin auf den Bauch drehen. Oder befreien durch Beinklammer und oder der anderen bereits geübten Prinzipien. Anwendungsaufgabe Boden. Ein Angriff aus der eigenen Rückenlage, wenn Uke zwischen Toris Beinen kniet. Aus der eigenen Rückenlage dem Partner entgegenstarten, um dessen Kopf greifen, gleichzeitig seinen nach vorne greifenden Arm abfangen und am eigenen Kopf vorbeischieben. Ukes Arm fest zwischen den Köpfen einklemmen und den Griff sichern. Ukes Bein blockieren und diesen auf den Rücken drehen und festhalten. Noch einmal von Kindern demonstriert. Anwendungsaufgabe Boden. Ein Angriff gegen Ukes Rückenlage, wenn Tori zwischen dessen Beinen kniet.
Mit der rechten Hand Ukes rechtes Revers kontrollieren. Mit der linken Hand unter Ukes rechtem Bein ebenfalls in das rechte Revers greifen. Mit der Schulter Ukes Bein nach vorn schieben und belasten. Am Bein vorbeirutschen. Und durch kontrolliertes Umgreifen zu Yokushiyu Gatame wechseln. Noch einmal von Kindern demonstriert.